Hallo, moin moin und guten Tag. Endlich haben wir Sommer. Nachdem es ja irgendwie gar nicht warm werden wollte, haben wir jetzt wieder ein bisschen angenehmere Temperaturen. Und die Forellen haben natürlich direkt reagiert und sind ziemlich Richtung Oberfläche gekommen. Und die Frage ist natürlich, wie kriegen wir die da weg? Zum Beispiel mit so einer Oberflächenmontage. Das hier ist ein Spotter-Signalei. Das ist also eine Sache, eine typische Sache, um an der Oberfläche zu fischen und ist natürlich durch die Farbe wesentlich besser zu sehen als zum Beispiel ein schwimmender Spiro. Und dann möchte ich euch vorstellen, eine solche wiederverwendbare Pilotkugel. Die normalen Pilotkugeln kennt ihr ja sicherlich, die man eben aufs Vorfach zieht, aber ja, die kann man dann eben hinterher nicht wiederverwenden. Und dieses Ding ist eben wunderbar, kostet ein bisschen mehr, aber kann man hunderte von Malen benutzen. Das Besondere ist ja eigentlich, wenn die Fische oben stehen, dass wir darauf reagieren müssen. Und ich habe hier jetzt ein 2 Meter langes Vorfach. Und auf diesem langen Vorfach kann ich jetzt meine Pilotkugel so verschieben, dass ich jetzt ungefähr so wie hier, ich weiß nicht, 40, 50 Zentimeter unter der Oberfläche bin. Und als Köder benutze ich jetzt zum Beispiel einen Faulenzerteig und ein paar Würmchen dran. Da wir bei der Oberflächenmontage ja mehrere Teile auf der Hauptschnur bzw. auf dem Vorfach haben, kommt es relativ leicht zu Vertüdelungen, wenn wir nicht abstoppen. Das ist also ganz wichtig, wenn wir werfen, in der letzten Phase des Flugs den Finger an den Spulenrand zu legen und die Montage sanft abzustoppen, dann streckt sich das Ganze und kommt gestreckt auf. So sieht das Ganze aus. Und dann gibt es auch keine Probleme. Das Spotter-Signalei ist eine ganz tolle Angelegenheit. Das Besondere ist eigentlich, ja, dass man es auf große Entfernungen sehen kann, dass es unten schwarz ist. Und schwarz hat einfach die Eigenschaft, dass es keine Scheuchwirkung auf Forellen hat, anders als meinetwegen rot oder weiß. Und auf der Oberseite hat es eben eine richtige grelle Farbe, sodass wir es auch auf große Entfernungen sehen können. Da hatten wir eine Mittendurchführung und unten drin ist ein Kiel. Und der hält dieses Signalei eigentlich immer so auf dem Wasser, dass auch das Schwarze unten ist und damit wir dann eben die gut sichtbare Oberfläche oben haben. Es gibt natürlich mehrere verschiedene Möglichkeiten, Forellen von der Oberfläche wegzuholen. Eine schlechte Möglichkeit ist normalerweise eine Posenmontage, weil wir haben ja eine relativ lange Pose, wir haben ein Stückchen Schnur, wir haben das Blei, wir haben den Wirbel und dann Vorfach
Und wir sind eigentlich immer mal, sagen wir mal, 80 cm unter der Oberfläche. Wenn die Fische erheblich höher stehen, ist eine Posenmontage zum Schleppen zwar geeignet, aber eigentlich nicht zum stillstehenden Angeln. Eine Möglichkeit ist die Oberflächenmontage, die ich hier heute vorstelle. Wenn ich aktiv angeln will, sind ganz hochlaufende Bombarden, wie zum Beispiel die Dancer-Bombarde, aber dann eben in der Version, dass man eben ganz oben fischt. Oder auch sowas wie eine Walker- oder eine Runner-Schlepppose. Darüber gibt es dann auch noch entsprechende Videos. Das wäre nochmal auch möglich. Eine weitere Möglichkeit, gerade wenn man im Nahbereich angelt, ist zum Beispiel der Shaker. Das ist ein kleiner Forellen-Waggler, wo eben auch kein Vorfach benutzt wird. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Die Oberflächenmontage ist im Grunde komplett simpel aufgebaut. Das Spotter-Signalei kommt freigleitend auf die Hauptschnur. Ich stoppe das Ganze mit einem Stopper. Und zwar habe ich hier einen Zylinderstopper. Der sitzt sehr fest. Sehr gut funktionieren auch die Kautschukstopper von TFT. Und da ich die Gorilla-Schnur benutze, eine 018er, eine schwarze Schnur, eine monophile natürlich, habe ich als Vorfach, das habe ich ungefähr 2 Meter lang genommen, ein Fluorocarbon. Und das habe ich einfach mit einer Schlaufenmontage gemacht. Das heißt, nach unten hin wird das gestoppt, nach oben hin kann der Fisch einfach abziehen. Und auf diesem ungefähr 2 Meter langen Vorfach habe ich dann montiert meine kleine auswechselbare Pilotkugel. Die Pilotkugel besteht aus verschiedenen Teilen. Wir haben einmal die Kugel selber, wir haben 2 Silikonschläuche und wir haben einen Stift. Und wir ziehen eigentlich alles nach und nach auf das Vorfach. Dann stecken wir durch die Kugel den kleinen Stift. Das würde aber eigentlich noch nicht halten und dann hätten wir eine große Verwicklungsgefahr. Und deswegen kommen von beiden Seiten nochmal die Silikonschläuche drauf. Wichtig ist, dass es ein vernünftiges, weiches Silikon ist. Und wenn der Stift zu lang ist, ich kürze mir den immer, ich finde es ganz wichtig, dass dieser Silikonschlauch auf beiden Seiten überguckt, damit wir keine Verwicklung haben. Die Tiefe können wir einfach einstellen, indem wir diese Pilotkugel verschieben. Und zwar im Augenblick sind die Fische ungefähr, ich weiß nicht, 60, 70 cm unter der Wasseroberfläche. Aber im Hochsommer sind die Fische manchmal wirklich so ein Stückchen unter der Oberfläche. Und dann brauchen wir sowas. Die Pilotkugel kann ich dann einfach ganz nah an den Haken verschieben, sodass ich dann vielleicht 5 cm oder 10 cm vom Haken entfernt bin und da meinen Köder anbiete. Diese auswechselbaren und wiederverwendbaren Pilotkugeln gibt es in allen möglichen Größen. Erstmal in 3 verschiedenen Farben, in Weiß, in Gelb und auch in Orange. Und von 10 bis 20 mm alle 2 mm gestuft. Die Oberflächenmontage benutze ich sehr, sehr häufig als Zweitrute. Zum Beispiel, wenn ich mit einer Rute Tremarella angel oder eben Schleppe zum Beispiel. Und dann gucke ich, wo sind die Fische, wo ist ein Schwarm. Stelle das ungefähr in der Tiefe entsprechend ein, überwerf die Fische, ziehe das ran. Und damit die Fische beim Anbiss und gerade wenn ich ein bisschen anders irgendwie beschäftigt bin, mir die Rute nicht ins Wasser ziehen, mache ich das so, dass ich den Bügel aufmache und die Schnur hier unten unter ein Gummiband lege. Und dann kann der Fisch ohne irgendwelche Probleme einfach abziehen und kann Schnur nehmen. Ja, und es passiert nichts. Ja, ich denke, war durchaus erfolgreich heute bei der Familie Bahls Hotel Forellenzucht in Burgen in der Nähe der Mosel. Die Anlage liegt zwischen Burgen und Macken an der Straße. Eine Anlage, die ich gerne besuche. Hier gibt es eigentlich nur kleine Forellen, keine großen Lachsforellen, sondern nur kleine Forellen. Heute war es relativ ruhig, es ist mitten in der Woche. Drüben sitzen noch ein paar Leute, die den einen oder anderen Fisch gefangen haben. Ich wünsche euch dicke Fische und viel Spaß beim Ausprobieren der Oberflächenmontage.